Ja, es geht weiter mit Batman. Ja, Batman hat sich auf die auf die Flügel praktisch geschrieben, dass er jetzt die ganzen bösen Buben der Stadt eliminiert. Ich habe Alfred oder Alfred in Wayne Manor kontaktiert. Falcone hat Polizeischutz. Die sind alle korrupt, Sir. Und es sind eigentlich zu viele. Sie dürfen mich nicht sehen. Okay, wir müssen jetzt unentdeckt bleiben. Das hat doch was, dieses Spielprinzip. Aber ich hoffe, ich stelle mich hier nicht allzu blöde an. Oh, shit. Okay, das war nix. Noch ein Versuch. Hatten wir schon. Er ist aber auch sehr empfindlich hier. Ach, was war denn das jetzt? Was soll... Himmel, Arsch und Zwirn. Sagt auch noch Batman. Jetzt. Ach! Oh, das erfordert Übung. Okay, ich muss länger warten. Tschüss. Ihr lauft ein bisschen schneller, Junge. Das ist so bescheuert, Leute, mit dem zweimal drücken. Dass er rennt. Also zweimal nach rechts drücken. Da habe ich echte Probleme. So, und jetzt hoch. Hoffentlich gibt es da auch sowas wie Checkpoints. Wenn man sich umdrehte. So. Ach Gott. Obwohl, ne, den kann man töten. Ist nicht so wichtig, ja. Ah, ich kann den schnappen. Ja, Batman wartet im Verborgenen auf dich. Komm schon, Junge. Trau dich. Er will einfach nicht. Na gut, dann warte ich, bis er weg ist. Wenn er nicht will. Hey, wieso kann ich ja eigentlich nicht weiterlaufen, frage ich mich gerade. Da geht's nicht weiter irgendwie. Ach, muss ich hier hoch oder was? Was soll denn das jetzt hier? Ach so, ah, das war gerade ein Steuerungsproblem. So, hier gibt's nichts, hä? Komm, Batman. Ich da. Ha! Der war gut, hä? Ich habe gerade echt keine Zeit, dich zu verkloppen. Aua. Schütte. Na komm her. So. Das Scheinwerferlicht. Ja, ich bin Batman. Nee, da gibt's irgendwie nichts Besonderes. Schauen wir mal da unten. Hehehe, ausschlagen und dann
blöd glotzen. Stelle ich mich mal hier hin und warte, bis er... Ich will das jetzt schon machen. Das käme schon richtig cool, ey. Bleib doch mal vor mir stehen, Junge. Der will nicht. So. Haha, geil. Zieht gleich gesamte Lebensenergie ab. Das ist doch mal groovig. Oh, ich muss mit jemandem reden. Mit jemandem aus Falcons Organisation. Laut Polizeiakte müsste ein gut informierter Mann in ihrer Nähe sein. Es geht nie ohne Baseballschläger aus dem Haus. Er, nicht wir. Wir natürlich nicht. Ach Gott, scheiße jetzt. Komm mal, eliminiere ich dich halt, Mensch. Wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Ah, da kann man ein bisschen schwingen. Wie Tarzan. Holla Lüthi. Aha. Mit dem können wir wieder spielen. Komm schon. Tja, gell, siehst du mich nicht? Bist du zu blöd? Ja, komm. Ah, das ist schon cool gemacht, Leute. So, und dann schwingen wir uns wieder hin und her. Yes! Was hier unten? Nix, hä? Ach doch, hier. Ich schlag dir den Schädel ein. Ja, probier's, Junge. Probier's erstmal, ne? Kumpel, es muss er erstmal hinkriegen, mir den Schädel einzuschlagen, ey. Dazu musst du zum Zug kommen, mein alter Freund. Warum ist Falco nervös? Wozu braucht er eine Privatarmee für eine simple Warenlieferung? Na los, sprich. Er hat Angst, er vertraut niemandem. Sein, was, Consigliere, sein Berater, er könnte was wissen. Wovon hat dieser Berater Angst? Wovor? Los, sprich! Vor engen Räumen, Klaustrophobie. Ah, ist vielleicht gut zu wissen. Ach, jetzt ist er irgendwie, Luft hatte sich aufgelöst, der Kollege. Und das Spiel wird gespeichert, was bedeutet, ich lege eine Pause ein. Wir haben ja jetzt auch schon fast 8 Minuten und bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Das ist spannend ohne Ende und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dann. Ciao.